Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir in Monte Bianco die 30 blauen Münzen erreicht. Das gleiche wollen wir heute in Porto Doro machen. Das heißt, hier fehlen noch 10. Wir haben schon 20. Das wiederum bedeutet, dass ich jetzt wieder nach und nach alle Münzen abklappe, alle Orte, wo Münzen sein könnten. Und versuche eben hier die noch übrig gebliebenen zu finden. Ich habe mir jetzt überlegt, ich fange heute mal mit den letzten Kapiteln an. Denn da bin ich mir recht sicher, dass ich sie noch nicht habe, im Gegensatz zu denen im ersten Kapitel, wo die meisten drin sind, die habe ich bestimmt alle schon oder viele davon und deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, dass ich dadurch ein kleines bisschen schneller bin. Also los geht's, wir gehen jetzt nach Porto Doro. Dazu muss ich glaube, zum Bootshaus, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben jetzt 187, wir müssen auf 197 kommen. Das hilft mir schon mal so als kleiner Wegweiser dafür, ne? Schon mal, dass ich da nicht wieder alles auch da doppelt machen muss. Und ja, los geht's, wir fangen mit Kapitel 8 an und dort haben wir, wie gesagt, es müssten 2 sein, vielleicht sind es auch 3. Yoshis Obst-Obolus. So, als allererstes brauchen wir... Moment mal. Ja, zuerst mal brauchen wir... Yoshi. Und zwar für beide Sterne. Das ist einmal Schmetterlinge und einmal Spinnen schnappern. Da links ist schon mal die Spinne. Das müsste die eigentlich sein, wenn mich alles täuscht. Und die andere wäre dann entsprechend Schmetterlinge. Ja, ne? Also wir werden erstmal Yoshi holen. Und dann müssten... Wo sind denn eigentlich diese komischen Schmetterlinge? Am Marktstand. Ach, am Marktstand. Direkt da. Da hinten. Ja, prima. Hier, ne? Die blauen. So, wir brauchen eine... Durian heißen die. Das war falsch. Erstmal den Wandsprung, Rikos. Erstmal den Wandsprung. Wow, das wäre sogar fast ein doppelter Wandsprung geworden. Und wir brauchen eine Durian. Einen Durian. Ich weiß ja nicht auch. Weiß auch nicht genau hier. Das ist nicht das Richtige. Gut. Warum muss es ausgerechnet direkt diese blöde Frucht sein, die ich durch die Gegend kicken muss? Wohl. Eigentlich macht es ja Spaß, ne? Yay! So, wir hatten das schon mal hier mit Yoshis Obst-Obolus. Da hatten wir viel, nehmen wir es mal, Spaß mit Yoshi. Da ist das Ding. Nein, nein! Fall nicht runter. Es ist runtergefallen. So, das können wir jetzt mit ein bisschen Geschick, können wir das aber wieder nach oben kicken. Ich würde mal sagen, das war ein bisschen Geschick, ne? So, Durian, yay! Wo ist Yoshi? Da. Direkt neben ihm sind diese Schmetterlinge und, ach, das musst du erst mal wissen, ne? Na gut. Gib mir das. Gib mir das. Nom, 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 nom. Ja, ein Irrer. Komm, gib mir das. Yoshi? Jawoll. Und da haben wir den ersten. Schmetterlinge sind lecker. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das streiche ich mir wieder ab. Ich mache das wieder wie letztes Mal. Oh, ich habe nicht gespeichert. Macht nichts. Ja, ich mache das wieder wie letztes Mal. Ich werde hier so gut es geht immer alles schön aufschreiben, ne, dass ich hier ein kleines bisschen Übersicht wahre. Nur für mich. Ja, nicht schlecht. So, eine Spinne bitte. Komm ich da ran? Yay! Das war die nächste. Wunderbar. Und damit sind wir im Kapitel 8 eigentlich auch schon fertig. Das war relativ entspannt, würde ich sagen, ne? Gut, dann gehen wir wieder hier raus. Ich weiß übrigens immer noch nicht so richtig, ob ich Leben verliere dabei. Ich habe jetzt 9. Wir schauen gleich mal nach. So, als nächstes geht es dann ins Kapitel 6. Da müssten es 4 Stück sein, wenn mich nicht alles täuscht. Laut meiner Liste sind mal wieder 2 blaue Münzen, die dann mehr oder weniger offen sind, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich die dann finden kann irgendwie oder ob, ne, ob das in dem Text noch versteckt ist. Naja, wir gehen erstmal ins Kapitel 6. Rote Münzen Wasserrallye. So, und da müssen wir jetzt graue X'e müssen wir finden. Okay, dazu müsste ich wieder ganz weit hinter zur Promenade. Das sollte allerdings kein Problem sein. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie die anderen Spinnen hätte mal mit noch naschen sollen mit Yoshi, aber... Ach komm. Mario, bitte. Komm, spring. Flieg, weiß schon. So, okay. Nächster Punkt auf der Tagesordnung ist hinten wieder mal am Marktstand. Ich soll hier eigentlich... Irgend so einen Stand... Oh, mit Wasser besprühen, natürlich, was sonst? Das war naheliegend. Okay, okay, ja, doch, okay.
So seht ihr aber auch mal, es ist jetzt für einige ist es vielleicht ein bisschen nervig hier, die blauen Münzen so und das, ne, so zu finden und so zu sammeln und so, das dauert ein bisschen alles und ich schneide viel, aber für den einen oder anderen, der selbst noch eine blaue Münze sucht, die er nicht finden kann, ist es vielleicht gar nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Ich soll irgendwie in den gelben Käfig. Ey, Moment mal. Ne, die Plattform ist es nicht, ne? Ne, ich soll in den Käfig, okay. Na gut, das bekommen wir hin. Wie soll ich da reinkommen eigentlich? Sekunde. Ja, Raketendüse, ne? Das ist ja... Ja, es ist Raketendüse. Eine Düse. Wo ist denn die? Wo bekomme ich denn die gleich? War die nicht irgendwo... Ey, Mario, du sagst wieder mal runtergesprungen von alleine. Das ist aber die falsche Düse, die brauche ich gar nicht. Ah ja, da hinten. Ach komm schon, Mario, das war da jetzt wirklich nicht mehr viel, was er gefehlt hat. Also sowas. Ja, hier ist sie, wunderbar. Alles kein Stress. Da können wir einfach von unten ran, glaube ich. Es gibt... Das Video ist da hinten geflogen. Das war schon bei der letzten Aufnahme mal so. Also nicht direkt bei der letzten, aber... Bei der letzten, als ich mal hier war. Na gut. Alles halb so wild. Meine Nase krabbelt mal wieder ein bisschen. Juhu! Hui! So komme ich wenigstens einigermaßen schnell voran. Ja, noch ein bisschen. Jihihi. So, jetzt sind wir so langsam unten drunter. Und... Oh! Das hatte ich ja schon mal, dass ich hier die falsche Taste gedrückt habe. Und boing! Yay! Sehr schön! Und damit wären wir auch in diesem Kapitel fertig. Die nächste Angelegenheit ist ein bisschen tricky, denn in der Liste, wo ich nachschaue, steht jetzt einfach nur noch Kapitel. Es muss Kapitel 3, 4 oder 5 sein. Wir schauen mal ganz kurz. Kurzer Cut, ich werde mich mal eben informieren und dann geht's ins nächste Kapitel rein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir werden jetzt mal Kapitel 3, 4 oder 5 überprüfen. Da müsste es für mich auf jeden Fall zwei blaue Münzen geben, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie noch nicht habe. Und was nehmen wir denn? Rote Münzen, Wasserrallye, Riesenblubbers Rückkehr, das Geheimnis von Torredoro. Ich nehme jetzt mal einfach Kapitel 5 und schaue mal, ob es funktioniert. Wir sind am Anfang auf dem Schiff. Gerade auf dem Schiff, ja, komm. Und dort zwei Spinnen besiegen, wo ich mir gar nicht so richtig sicher bin, wie ich es überhaupt machen soll. Ah ja, doch, ich weiß es. Ansonsten muss ich das jetzt halt in mehreren Leveln machen. Yay, das war schon mal eine, sehr gut. Okay, da können wir schon mal ein Kreuzchen machen. Ja, normalerweise müsste es dir vier blaue Münzen geben, aber bei den anderen beiden bin ich mir nahezu absolut sicher, dass ich sie schon habe. Wo ist jetzt hier die zweite Spinne? Ah, da drüben. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Du musst eine Stampfattacke machen, ne? Nice, Rikos, nice. Das sind wieder zwei. Gut, dann werde ich jetzt auch diesen Teil des Levels nochmal verlassen. Denn auch hier hätten wir meiner Meinung nach alle. Es fehlen zwar jetzt in diesem Abschnitt eventuell noch zwei, aber ich bin mir jetzt, wie gesagt, recht sicher, dass ich die schon habe. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel wir jetzt insgesamt haben. Ich müsste auf 5 Stück, habe ich gefunden. Kann das stimmen? Oder 6 Stück schon? Ja, 4 Stück fehlen noch. Okay. Dann geht es jetzt mal fix ins Kapitel 2. Auch da sind wieder mal zwei blaue Münzen, die wir uns holen können. Muss ich nochmal kurz hoch machen. Ja, genau, so. Okay, Kapitel 2. Ich verstehe. So, liebe Leute, jetzt geht's ins erste Kapitel. Da müssten bis zu 17 blaue Münzen sein. Ich habe allerdings schon 26, das heißt, 17 gibt's hier nicht mehr. Es fehlen jetzt noch genau 4. Übrigens, ich habe bei der anderen Folge für Monte Bianco, habe ich zu diesem Zeitpunkt, wo mir noch 4 Münzen fehlten, ungefähr 50 Minuten gebraucht. Jetzt kommt allerdings der Löwenanteil. Jetzt schauen wir mal, was wir zu tun haben. Ich lese noch kurz durch und dann geht's los. Okay. Die Nummer 2 ist schon mal interessant. Sehr, sehr interessant. Nummer 2 vor allem. Ist ja egal, was das für eine Nummer ist. Die Frage ist nur, wo ich jetzt genau hin muss.
Könnte hier sein im Prinzip. Ich glaube sogar, das ist auch so. Yep, okay. Yay. Blaue Münze, noch drei left. Drei Stück nur noch. Oh, hier ist ein M. Haha, das habe ich gar nicht gewusst. Dass hier ein M ist. So, das mit dem Schiff. Eigentlich müsst ihr noch eins am Schiff kleben, so ein M. Hallo, was wollt ihr denn? Ihr habt doch eh keine Chance. Mach dich mal weg jetzt hier. So. Habe ich nicht gerade was zu euch gesagt, ihr kleinen Blooper? So. So, hier ist auf jeden Fall ein M. Zack. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, welches es ist, aber das ist mal egal. So Leute, wir sind jetzt nochmal im ersten Schiff hier gerade und ich habe mal wieder was entdeckt. Hat es die ganze Weile gedauert, ich habe nichts gefunden, habe die ganzen möglichen, was war das? Mensch. Die ganzen möglichen Punkte abgeklappert und jetzt endlich mal wieder eins ge... Alter, was ist denn hier? Ist ja gar nichts mehr. Wo kommt denn das her? Okay, aber jetzt, komm. Und wieder eine. So, ich weiß nicht, ob das jetzt die war, die ich gerade suchen wollte, aber ich habe eine. Okay, das zählt. Fein. So Leute, eine müsste noch fehlen. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlt nur noch eine. Und bei der bin ich mir relativ sicher, dass ich sie noch nicht habe. Obwohl das nicht hundertprozentig sicher ist, ne? Relativ ist immer so ein bisschen, naja. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich dieses Rad hier noch machen. Und dann, ey, nicht wegdrehen. Schauen wir mal, was passiert. Höher bitte, komm. Ja, komm. Oh, aha. So, und das könnte es im Prinzip gewesen sein. Das hätte ich vielleicht eher mal machen sollen, den letzten hier. Naja, okay, wir haben jetzt 197. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genug? Sind das alle? Oh, kann ich hier drauf gucken? Oh, das ist ja nett. Yay, wir haben alle in Porto d'Oro. Super, das ist schön. Dann werden wir jetzt den Kurs verlassen. Ich kann euch auch glücklichen Herzens sagen, die Folge hat nicht ganz so lange gebraucht wie die vorherige. Ich werde es immer mal mit sagen. Einfach damit ihr mal so abschätzen könnt, wie lange ich dafür brauche, hier die ganzen blauen Münzen noch einzusacken. Ja, das war's für heute mit Porto d'Oro und mit Super Mario Sunshine. Jetzt wisst ihr, wo die blauen Münzen sind, die mir noch gefehlt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut das Ende gerade vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Willkommen auf der Endcard von Super Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet oder mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, eins der anderen beiden Videos anzuklicken, die euch hier verlinkt sind. Und ja, damit würde ich schon sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!